erleichtert sah Orion auf, als Vanille durch die Tür kam, der mit seinem Bett wieder ins Zimmer geschoben wurde und sogar relativ rosig um die Wangen aussah. Mann, bin ich froh, dass du wieder hier bist. Was hab ich mir für Sorgen um dich gemacht? Murmelte der junge Mann leise und Vanille musste lächeln. Dass Orion in seinem Zimmer lag, war wirklich ein Glücksfall und er blinzelte, als noch ein Junge reinkam und sich ans Fenster setzte. Mein Name ist Tsunako und ich lebe nebenan, nuschelte er leise und lächelte dabei freundlich. Tai ist eben weggebracht worden. Vermutlich dahin, wo du gerade herkommst. Und ich wusste, dass Orion auch alleine ist, da dachte ich, dass ich mal rüberkomme. Mir war mein Zimmer wirklich zu leise. Vanille lächelte, war aber auch ein wenig traurig. Also, geht es Tai schlechter? Ich habe ihn ja jetzt eine Zeit lang nicht gesehen. Als er mir von dir erzählte, warst du noch im Koma. Und jetzt bist du hier und kannst mit mir reden. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Nur schade, dass Tai jetzt wohl auf der Intensivstation liegt. Neugierig musterte Vanille den Neuzugang. Und warum bist du hier? Wenn ich das so sagen darf, siehst du eigentlich noch ganz gesund aus. In dem Moment rannte Orion an ihm vorbei und ins Bad und übergab sich. Was war da mit ihm los? Bestürzt sah Tsunako ihm nach und man sah ihm die Sorge deutlich an. Das ist jetzt schon das zweite Mal, seit ich hier bin, meinte er leise und sah Vanille unsicher an. Meinst du, wir sollten einer Schwester Bescheid sagen? Der Kerl weigert sich einfach, mit einem Arzt darüber zu reden. Aber ich glaube, er spuckt Blut, flüsterte er so leise, dass Orion im Bad davon auch nichts hören konnte. Erstaunt sah Vanille ihn an. Meinst du wirklich? Das hat er jetzt schon das zweite Mal? Er ist doch gerade erst Mittag und... Also ich glaube, wir sollten wirklich einen Arzt holen. Das kann doch nicht normal sein. Doch Orion, der gerade aus dem Bad kam, schüttelte etwas seinen Kopf. Untersteht euch, murmelte er leise und kreideweiß im Gesicht. Ich will darüber nicht reden, verstanden? Die kriegen schon früh genug mit, was mit mir los ist. Da muss man das denen nicht auch noch auf die Nase binden. Damit versuchte er eher schlecht als recht, seinen Standpunkt in der Sache festzulegen. Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen, da war er sich jetzt schon sicher. Und auch wenn ihm das Leben retten würde, wollte er weder Chemotherapien, noch dass man ihm ein Stück seines Darms abnahm. Damit war für ihn das Leben auch zu Ende. Warum sollte er also noch hier liegen bleiben? Leise huschte er wieder in sein Bett und schloss erschöpft die Augen. Wünscht ihr euch nicht manchmal auch einfach sterben zu können? Oder wenigstens die Zeit bis dahin noch so nutzen zu können, wie ihr wollt? Ohne in einem Krankenzimmer eingesperrt zu sein? Ohne dass euch jemand sagt, was gut für euch ist und dass ihr doch noch einmal überlegen sollt, wie ihr weitermachen wollt? Ohne dass euch jemand ständig traurig oder mitleidig ansieht, weil er weiß, dass ihr sterben werdet? Blinzeln sah Tsunako zu ihm und kratzte sich an der Wange. Ich weiß noch nicht mal, was ich habe oder was mit mir nicht stimmt. Die Ärzte machen noch ein ziemliches Geheimnis darum, also kann ich dir auch nicht genau sagen, wie ich damit umgehen würde, wenn ich schwer krank wäre. Vermutlich würde ich auch eher versuchen, noch einmal so intensiv wie möglich zu leben, meinte er leise und sah aus dem Fenster. Brummelnd verschränkte Vanille die Arme vor der Brust und sah die beiden Jungs an. Und ihr wollt nicht sterben? Ihr wollt wirklich einfach alles hinwerfen? Das ist es doch auch nicht wert. Ihr habt nur dieses eine Leben und das wollt ihr einfach wegschmeißen? Ich bin auch krank. Trotzdem habe ich jeden Tag die Hoffnung, dass ein verdammtes Spenderherz mein Leben retten könnte. Bedrückt senkte Tsunako den Blick. Irgendwie fühlte er sich, als könnte er gar nicht so richtig mit den anderen mitreden. Ihm ging es doch eigentlich wirklich gut. Und warum die Ärzte ihn nach dem Koma und dem Unfall noch immer hier behielten, verstand er sowieso nicht. Als die Schwester zu ihnen kam, überlegte er doch einen Moment, Orion zu verraten. Doch der wurde zu einer weiteren Untersuchung abgeholt und auch ihn wollte ein Arzt sprechen. Vielleicht erfuhr er ja jetzt endlich mal, was mit ihm los war. Erstaunt sah sich Amano um, als er ins Zimmer seines Bruders gebracht wurde und sofort fühlte er sich ein wenig besser. Danke, flüsterte er dem Pfleger zu, der sanft lächelte. Deine Eltern haben es so gewollt. Ich denke, die hoffen, dass du dafür sorgen kannst, dass er die Augen aufmacht. Dann lasse ich euch beide mal alleine, was? Schmunzelte er und verzog sich auch schon wieder. Seufzend blickte Amano ihm nach, ehe sein Blick zu Naoma wanderte. Meinst du wirklich, du wirst wach, wo ich direkt neben dir liege? Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht so richtig dran. Du willst mich doch gar nicht mehr sehen, habe ich nicht recht? Darum weigerst du dich, die Augen zu öffnen, obwohl ich dir sogar davon erzählt habe, dass unsere Eltern deine Maschinen abstellen wollen. Brummelnd drehte sich Amano auf die Seite und starrte aus dem Fenster. Das hier war doch einfach kein Leben mehr. Er fühlte sich unwohl und wollte nur noch aus der Situation raus.
selbst wenn er nicht sagen konnte, wie das gehen sollte. Als sich die Tür öffnete, sah er erstaunt hoch und brummte kurz darauf. »Vater? Dich habe ich bei einer Oma noch nie so oft gesehen wie hier bei mir«, beschwerte er sich leise. Der grau gewordene Mann war einer Oma ziemlich ähnlich und warf ihm einen ruhigen Blick zu, ehe er sich ans Bett von Amanur setzte. »Das hat doch einen guten Grund. Aber ich denke, den wirst du sowieso nicht hören wollen. In dieser Zeit geht es um dich und darum, dass du wieder gesund wirst. Alles andere ist mir gerade ziemlich egal, wenn ich das offen sagen darf.« Wie konnte ein Vater das nur sagen? Das wollte Amanur einfach nicht in den Kopf, und er wollte sich gerade über die Worte seines alten Herrn aufregen, als der Arzt reinkam und dabei die Akten zur Seite legte. »Ich denke, sie sollten ihren Streit dann lieber später austragen«, meinte er ruhig, und sah zu Amanur, der sich die Decke bis an die Nase hochgezogen hatte. »Ich habe leider wirklich überhaupt keine guten Nachrichten für dich. Deine Nieren arbeiten nicht mehr richtig. Eine geht gar nicht mehr, und die zweite wohl nur noch bedingt. Wir werden noch ein paar Untersuchungen machen müssen, aber es ist ziemlich sicher, dass du dringend zur Dialyse musst und ab sofort auch dringend eine neue Niere brauchst.« Sein Vater wurde bleich und erhob sich. »Kann ich ihm denn keine Niere geben? Das wäre für mich überhaupt kein Problem, ich bin doch sein Vater.« Der Arzt nickte. Es wäre natürlich eine Möglichkeit, das zu überprüfen, ob sie kompatibel wären. Der beste Spender, der in so einem Fall zur Verfügung stehen würde, wäre Naoma. Dabei wanderte sein Blick zu dem Bewusstlosen, der im Nebenbett lag und offenbar nichts von dem mitbekam, was um ihn herum geschah. Doch sein Zwilling schüttelte sofort den Kopf. »Nein«, murmelte er leise, »er kann nicht selbst entscheiden, ob er mir eine Niere spenden will, und ich werde das nicht einfach über seinen Kopf hinweg machen. Davon will ich auch gar nichts hören, und du kannst dich jetzt so viel darüber aufregen, wie du willst, Dad. Ich werde das nicht dulden.« Damit war für ihn das Gespräch auch schon wieder erledigt, und der Arzt spürte, dass er nicht weit kam bei dem jungen Mann. »Kommen Sie, wir werden uns darüber unterhalten, wie es weitergeht. Ich denke, Amanur braucht jetzt erst einmal Zeit, um das alles zu verarbeiten.« »Für ihn ist das auch schwer«, flüsterte der Arzt leise und sah den besorgten Vater eindringlich an. Der war doch nur von seinem zweiten Sohn enttäuscht, weil er sich aus dem Leben schleichen wollte, ohne einmal über seine Sorgen geredet zu haben. Vielleicht hätte man einen Weg finden können. Naoma hätte doch auch als Student irgendwo anders hingehen können, oder er hätte erst mit Amanur über seine Gefühle gesprochen. Er war nicht wütend wegen der verbotenen Liebe, die er für seinen Bruder empfand. Er war zutiefst enttäuscht, dass sein Sohn den Tod vorgezogen hatte, anstatt den Stress zu Hause zu ertragen und wieder ins Leben zurückzufinden. Wie sollte er Amanur das nur beibringen? Der wusste doch noch nicht einmal, dass Naoma versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Wie würde er darauf reagieren, wenn er erfuhr, was mit Naoma los war und wie sehr er Amanur geliebt hatte und dass er darum hatte sterben wollen? Das war doch für seinen zweiten Sohn eine furchtbare Nachricht, und die Vorstellung trieb dem Vater der beiden Jungen stark die Tränen in die Augen. Das Angebot des Arztes, sich etwas von der Situation zu entfernen, nahm er dankend an. Vielleicht konnte er sich so auch endlich mal die Sorgen von der Seele reden und jemanden finden, den er einweihen konnte. Seine Frau trank seit dem Selbstmordversuch ihres Vaters täglich Alkohol, was er noch gut vor Amanur geheim halten konnte. Aber das war jetzt auch nicht mehr möglich, wo er selbst anfing, um sein Leben zu kämpfen. Was hatten sie nur getan, dass man ihnen so viel antun musste? Skeptisch folgte Tien seinem Schützling und fuhr sich durch die Haare. Ruhig sah er dem Arzt dabei zu, der mit ihm die neuesten Erkenntnisse zur Untersuchung besprach. »Der Krebs hat bereits gestreut, offenbar auch in den Magen«, meinte der Arzt leise und sah den jungen Mann an, der tatsächlich mal anfing zu beichten, was in den letzten Tagen mit ihm los war, dass er ab und an Blut spuckte und wie er sich dabei fühlte. Der Arzt schloss die Augen. Offenbar war das alles kein gutes Zeichen und machte die Sache nicht besser. Mittlerweile machte sich Tien dann doch große Sorgen um seinen Schützling, der so zerbrechlich wirkte, obwohl er ein ausgewachsener großer Mann war. An diesem Moment war er so still, so leise, als hätte er selbst schon mit seinem Leben abgeschlossen. Leise räusperte sich Orion in diesem Moment und erschrocken zuckte Tien zusammen, als er fest nach seiner Hand griff, dass er aufkeuchte. Was war das? Woher wusste Orion, dass er da war? Wie konnte er ihn sehen und wie konnte er einfach so nach seiner Hand greifen? Das war jetzt sogar eine Situation, die Tien vollkommen unbekannt war und die ihm einen leichten Schauer über den Rücken laufen ließ. Ich will nur eins wissen. Was müsste man tun, um das alles noch aufzuhalten, und wie stehen die Chancen, dass man mich retten kann? Eigentlich ziemlich viele Fragen auf einmal, und der junge Arzt schien sogar damit gerechnet zu haben. Für ein paar Sekunden sah Orion nur an, ehe er sich zurücklehnte und seine Schläfe massierte.
Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Die Chancen stehen nicht gut. Sie haben die ersten Streuungen im Magen gefunden. Wenn die schon anfangen zu bluten, sitzen die da auch schon länger. Vermutlich ist bereits der gesamte Darm befallen. Mehr, als wir bisher geahnt haben. Und wenn der Magen schon vom Krebs angegriffen ist, kann es durchaus sein, dass auch noch andere Organe angegriffen werden. Wir können es nicht genau sagen, aber natürlich würden wir eine Chemotherapie sofort anfangen und dann hoffen und beten, dass damit noch etwas zu retten ist. Doch die Reaktion seines Patienten war eine, mit der er offenbar gerechnet hatte. Nein, schon gut. Ich denke, Sie dürfen noch so lange an mir rumuntersuchen, bis Sie sich sicher sind, wie lange das alles mit mir noch gehen soll. Ich wollte meine Schwester beschützen und jetzt? Ich werde sterben und sie auch im Stich lassen. Wie soll ich ihr das nur erklären? Tien musterte ihn besorgt und spürte dabei sehr genau, wie schwer es Orion wirklich fiel. War das in Wahrheit seine Schuld? Hatte er den jungen Mann zu lange beobachtet und dabei die Streuung der Krebszellen noch beeinflusst? Irgendwie fühlte er sich gerade schrecklich und am liebsten hätte er das alles gebeichtet. Der junge Arzt seufzte leise. Ich denke, Sie sollten lieber erst einmal wieder auf Ihr Zimmer gehen. Dann werden wir Sie natürlich noch weiter untersuchen. Aber ich denke, einfach jetzt schon die Flinte ins Korn zu werfen, wäre beim besten Willen nicht die beste Möglichkeit. Wir sind so weit heute in der Medizin. Geben Sie uns eine Chance. Aber wollte er das? Wollte er das wirklich? Da war sich Orion noch gar nicht sicher. Tien folgte ihm auf das Dach des Krankenhauses, wo sich der junge Mann erschreckend nahe an den Rand stellte. Gerade als Tien ihn ansprechen wollte, winkte Orion ab. Keine Sorge, ich werde nicht springen. Das ist doch albern, wenn ich sowieso bald sterben muss. Warum sollte ich es dem Tod dazu leicht machen? Und du? Bist du hier, weil du mich holen wolltest? Oder beobachtest du mich aus einer Laune heraus? Erschrocken sah Tien ihn an und er stotterte, obwohl er es gar nicht wollte. Woher weißt du überhaupt von mir? Ich meine, habe ich mich irgendwie verraten? Wenn ja, dann wüsste ich echt gerne wie. Orion zuckte mit den Schultern, hatte seine Stimme also eindeutig gehört. Ich weiß es nicht. Ich war mir nur sicher, dass da jemand ist, den ich nicht sehen kann. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Man fühlt sich einfach beobachtet, weißt du? Und irgendwann fing ich an, deine Stimme zu hören und die von all den anderen. Bedeutet das jetzt, dass ich bald sterben werde? Tränen rannen über die bleichen Wangen und unsicher sah Tien ihn an, ehe seine Arme fest um ihn herum wanderten und peinlich berührt stellte er fest, dass er gut 1 bis 2 Köpfe kleiner war als Orion. Nein, das ist es nicht. Ich bin hier, weil ich einfach nicht genug von dir kriegen kann und weil ich dich immer zu bei mir haben will. Vermutlich habe ich damit aber deine Krankheit beschleunigt und es tut mir furchtbar leid. Ich will nicht, dass du stirbst, flüsterte er leise und krallte sich an Orions Hemd. Der sah in die Ferne, konnte ihn also nicht sehen, aber durchaus spüren. Schon gut. Früher oder später muss jeder von uns sterben, aber warum wolltest du mich denn so sehr sehen? Warum wolltest du immer bei mir sein? Einen Moment lang überlegte Tien, ehe er freien Herzens sagte, ich glaube, ihr Menschen nennt es Liebe. Erstaunt sah Sunako hoch, als eine junge Frau in den Raum kam und sich einfach an sein Bett setzte. Er kannte sie nicht und hatte keine Ahnung, was das für eine war, aber sie stellte sich sehr schnell als Ärztin vor und unterbreitete ihm dann die Unterlagen, die sie bei sich trug und die ihm beim besten Willen nicht gefielen. Was bedeutet das alles? Flüsterte Sunako leise. Manchmal verstand er von einigen Dingen kein Wort, trotzdem wusste man, dass es nichts Gutes bedeutete. Selbst wenn einem ein Wissenschaftler von einer Krankheit erzählte, die man noch nie im Leben gehört hatte, konnte man sich erklären, wie grausam es war. Und ungefähr so fühlte sich der junge Mann gerade. Von dem, was die Ärztin ihm erklärte, verstand er nichts, aber er war sich sehr sicher, dass es nicht bedeutete, dass er ein langes und sorgenfreies Leben führen würde. »Was ist das jetzt?« flüsterte er leise und knautschte dabei die Bettdecke so fest, dass seine Knöchel schon weiß hervortraten. Beruhigend griff die junge Frau nach seiner Hand und sah ihm tief in die Augen. »Entspann dich. Es ist nicht so schlimm, wie es klingen mag, aber es wird dein Leben beeinträchtigen«, flüsterte sie leise. »Es kann auch durchaus sein, dass du früher sterben wirst. Heute ist sowas mit Medikamenten schon gut unter Kontrolle zu bekommen.« Wovon redete sie überhaupt? Wieder kam die junge Frau mit den langen braunen Haaren und den warmen Augen mit medizinischen Fachbegriffen und schob sich die unmodische Hornbrille auf der Nase zurecht. Machte sein hilfloser Blick denn noch immer nicht deutlich, wie wenig er von der ganzen Sache verstand?
Die junge Ärztin legte ihre Akte zur Seite und atmete etwas durch. Nun, wie du merkst, rede ich hier ziemlich um den heißen Brei herum, gestand sie leise und musste lächeln. Ich habe sowas noch nie einem Patienten gesagt, weißt du? Ich meine, für mich ist das auch nicht einfach, glaub mir. Ihre zarten Hände wirkten so zerbrechlich auf Sunako, der nur noch wissen wollte, was mit ihm war. Etwas in seinem Blut, so viel wusste er. Aber mehr hatten die Ärzte ihm noch immer nicht verraten, und so wie die Ärztin herumstotterte, konnte das doch nur noch im Drama enden. Und was sollte das werden? Seufzend sah sie ihn an und atmete durch. Sunako, wir haben in deinem Blut Viren gefunden. Sehr gefährliche Viren, weißt du? Sunako rollte mit den Augen und setzte sich auf. Können Sie mir bitte sagen, was hier los ist? Ich meine, es geht um meine Gesundheit und ich will endlich wissen, was das alles soll. Das kann doch nicht so schwer sein. Wenn hier jeder Arzt so wenig redet und nur Andeutungen macht, dann tun mir meine Freunde mittlerweile ehrlich leid. Die Ärztin senkte etwas ihren Blick, musste dann aber lächeln und nickte. Stimmt, wenn sich jeder Arzt so viel Zeit lassen würde wie ich, wüsste hier vermutlich kein Patient mehr, an was er erkrankt ist. Dabei möchte ich mir einfach nur Zeit lassen, was die Situation für dich bestimmt nicht leichter macht. Die Viren nennt man auch HIV-Viren, flüsterte sie leise. Du bist HIV-positiv. Erstarrt saß Sunako in seinem Bett. Bisher wollte er wissen, was mit ihm los war und warum er krank war, wenn er doch noch nicht einmal etwas davon mitbekam. Aber jetzt? Das hier war doch zu viel für ihn. Er wollte sofort die Zeit zurückdrehen und dorthin zurück, wo er noch nicht wusste, was mit ihm los war. Die Ärztin sah ihn besorgt an und drückte seine Hand sanft, die in ihrer jetzt noch viel zerbrechlicher wirkte. »Weißt du denn, von wem du das haben kannst?«, flüsterte sie leise. »Wir müssen ihn auch informieren, das ist wichtig.« Sunako zuckte etwas mit den Augen, hörte die Worte, konnte sie in seinem Kopf aber leider nicht zu den Sätzen zusammensetzen, die sie ergeben sollten. Einen Moment lang starrte er einfach nur auf die Decke, ehe er durchatmete und schluckte. »Es gibt nur einen einzigen Menschen, von dem ich es haben kann«, flüsterte er leise. Und wenn der mir noch einmal unter die Augen tritt, reiße ich ihm das Ding zwischen seinen Beinen ab, so viel können sie mir glauben. Seine Stimme zitterte und noch bevor die Ärztin ihn aufhalten konnte, rannte er einfach aus dem Zimmer. Traurig sah sie ihm nach. Jetzt musste die Zeit arbeiten, da konnte sie auch nicht so furchtbar viel dran machen. Aber es war einfach wichtig, dass er sich damit auseinandersetzte. Hoffentlich machte der Junge jetzt nur keine Dummheiten.